einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Ja, wir öffnen heute, wie versprochen, das Display S della Krone. Ich habe es schon auf, weil ich habe vergessen, hier auf der Kamera auf damit zu drücken. Manchmal ist das halt so. Nächste Woche sollten eigentlich die Mini-Tints von Match Attacks folgen. Die verschieben sich aber nochmal um eine Woche, weil es sind endlich die Sachen da, worauf ich jetzt lang gewartet habe. Da könnt ihr gespannt sein, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Gerne Abo hinterlassen und dann werdet ihr es sehen. Auch gerne meine Partner abchecken hier, Traders Hub Shop mit dem Code GARTENMONA. 5% Rabatt auf alle Bestellungen und auch gerne Pokecheck abchecken. Da findet ihr sehr, sehr schnell immer die günstigsten Angebote zu den Pokémon-Produkten. So, ja, wie gesagt, wir öffnen jetzt hier einmal das komplette Display Stella Krone. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe schon lange kein Display mehr geöffnet. Ich glaube, das letzte war, was war denn das letzte? Maskerade im Zwielicht müsste das gewesen sein. Weil von dem letzten Set gab es hier keins. So, dann würde ich mal sagen, wir fangen mit der linken Seite an, weil wir haben in den letzten Videos ja gelernt, rechte Seite gönnt immer. Okay, dann fangen wir mit links an. Erste Päckchen, ich muss mal eben die Sleeves hier noch weglegen ein bisschen. Ich habe hier nämlich das Schneidewerkzeug, Scheren und Cuttermesser hier neben mir liegen, sonst kleben die mir gleich wieder am Unterarm fest und das muss ja nicht sein. So, Chase-Karte aus dem Set. Also ich würde mich auf jeden Fall über, muss mal hier die Lautsprecher von der Mülltüte runternehmen, über die Shiggy oder Bisasam-Karte tatsächlich freuen. So, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen noch einstellen wieder. So sieht es auch gut aus. Lextremo. Legen wir die Karten hier hinten in Mopex. Lantern, Tentera, Schnurgartz, Kami Harps. Oh, da haben wir schon unseren ersten Hit, Buckle EX. Seht ihr das vernünftig? Muss man eben gucken. So, 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 so sieht gut aus. Buckle EX und einmal eine Basisenergie und natürlich der Code für euch. So, Herr Bacalino, dann kriegen Sie erstmal ein Sleeverino und kommen nach hier hinten. Erste Hit, erste Päckchen, linke Seite. Oh, oh, oh. Da bin ich mal gespannt, ob das so bleibt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was ist denn eure Chase-Karte aus diesem Set? Habt ihr das Set überhaupt schon geöffnet? Togedemaru, Mewtwo, auch eine sehr schöne Karte, die kommt auch mal auf Seite. Oder sagt ihr, das Set sagt euch gar nicht zu? Oh, Lapras. Kamal, guck mal, da haben wir das Kamehubs. Und einmal der Code für euch. Aber wie gesagt, dieses Schattengedönse da, das war das Set, was mir jetzt nicht so zugesagt hat. Deswegen kann man das auch mal getrost überspringen, so ein Set. Man muss ja nicht immer dann Kohle ausgeben. Dann ist natürlich mehr Geld übrig geblieben für Sportkarten. So, weiter geht's. Dritte Päckchen. Dann haben wir einmal antikes Wurzelfossil. Froxy. Meltan, das erinnert mich an die guten Pokémon Go Zeiten, wo wir den guten Boy nur gezogen haben. Oh, das sieht auch sehr schön aus. Furienblitz. Sehr schicke Karte. Kommt auch mal auf Seite. Und nochmal der Code für euch. Viel Spaß damit. Weiter geht's. Ich versuche jetzt heute auch mal ein bisschen schneller hier durchzugehen. Nicht, dass wir dann wieder hier so ein 28-Minuten-Video haben, wie mit dem Match-Attacks-Display. Klick. Grifflon. Hutuch. Bämon, Fiaro, Amphira, Lantern, haben wir was? Nee. Dann einmal Knogger oder Nogger und Kombu. Basisenergie und einmal der Code für euch, bitteschön. Ein bisschen hier durchrushen.
hat ja nicht jeder so viel Zeit am Sonntag, sich hier eine halbe Stunde vor das Video oder vor dem Fernsehen oder Handy zu setzen. Oder vielleicht doch. Mal so eine geschälte Runde auf dem Klöchen, sich das Video angucken. Tara Galoppa, 4 €. Ponita, klick die Klack. Basisenergie und der Code für euch, bitteschön. Warum verschiebe ich die Kamera die ganze Zeit hier mit meiner Plauze? Ich muss das Ding hier mal ein bisschen hoch. Ne, das bringt auch nichts. Oder ich muss die Kordel einfach mal abmachen, so. Weiter geht's. Linke Seite, Leute, ihr seht es wieder. Wir sind fast durch. Gönnt nicht, es gönnt nicht. Und wie gesagt, im Anschluss werde ich das schöne Video, ich freue mich schon drauf, endlich alles da, werde ich das schöne Video. Oh, das ist auch eine sehr schicke Karte. Alles so in lila, ach, in pink oder magenta, wie man es heutzutage auch nennt, gehalten. Wird das schöne Video endlich schneiden, da könnt ihr euch drauf freuen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Also, so wie es aussieht, ist das schon wieder die rechte Seite, die gleich gönnen wird. Naja, dann haben wir schon mal die linke Seite weg. Dann können wir gespannt sein. Galapaphlos. Entwickelt sich aus antikes Schildfossil. Aha. Oh, Lady Gaga. Groove. Knabborn. Volstula EX. Sehr, sehr schicke Karte. Sehr, sehr schicke Karte. Und einmal Code für euch. Sleeve. Zweite Hit. Ja, das kommt ungefähr so hin, so. Zwei, drei Hits hat man dann immer aus der linken Seite rausgehabt und sonst war immer rechts so der Gönner. Sind auch nur EX-Karten, ist jetzt nichts Besonderes. Aber wir haben ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wolli, das ist auch eine sehr schicke Karte hier mit diesem Nachthimmel da im Hintergrund und den Blümchen, die da durchs Bild fliegen. Gefällt mir sehr gut. Knapfel, Legios. Schluckwäsch. Piapabeere. Linfu. Ledian. Funkelndes Sternenmuster und Sternenschauer. Sehr, sehr schick. Na, guck mal, da haben wir ihn direkt nochmal. Ledian. Könnte zu den. Code. Könnte zu den Dingens hier passen. Wo haben wir es denn? Hier. Zu den Woli. Die haben ungefähr so den gleichen Hintergrund, die beiden Karten. Interessant, interessant. So, Ledian, du kriegst erstmal ein Sleeve. Zack. Und nach hinten mit dir. Weiter geht's. Oh, es hängt hier fest. Aufpassen. Dann haben wir einmal Pam Pam. Akub, Molunk, Evoltech, Zwolok, Pandagaro, Evoli, ein Matt. Nein, das steht natürlich Matt. Noctu, Basisenergie und einmal Code für euch, bitteschön. So. Ja, bis jetzt. Ich glaube, das sind 32 Booster, ich weiß es nicht, ich kann es nicht merken, aber ich meine schon 32 Booster. Heißt also 16 Stück auf jeder Seite. Tragosso auch ein sehr schönes Artwork. Und wir sind gleich mit der. Oh, ich glaube, die Glastrompete ist gut, habe ich mal gehört. Die sollte man sich auf Seite legen. Da haben wir nochmal das Ledian. Klick-Klack. Sind wir gleich mit der linken Seite durch. Also ein Bisasam oder ein Shigi, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Wenn wir sowas ziehen könnten. Electric. Oh, Ferkuli, ey. Das ist auch. Ich finde das Pokémon irgendwie voll cute. Das ist auch ein schönes Artwork, wie es da so aus dem Gebüsch rauskommt und so gierig auf die Pilze glotzt. Sehr, sehr schön. Lapras. Luxusbombe. Haben wir unsere. Wie heißen die nochmal?
Ace-Backs, ne? Ace-Klasse, genau. Adeboom, Eisenfels und Boris Energie. Und der Code für euch nicht vergessen. Und das Sleevechen muss her für die Luxusbombe. Zack, zack. Sieht jetzt natürlich ein bisschen chaotisch aus auf dem Tisch. Aber, wie gesagt, ich will heute mal ein bisschen durchrushen. Ich möchte mich da nicht immer... Also klar, auf einzelne Karten, die mir gefallen, können wir uns ein bisschen einlassen. Aber die sieht auch cute aus. Aber so, ne? Ein bisschen schneller mal machen hier. Oh, Zeraora, auch sehr schickes Artwork mit dem Blitzen da im Hintergrund. Gefällt mir sehr gut, die Karte. Basisenergie und einmal Code für euch. Dann haben wir jetzt noch mit dem Päckchen hier. Ach, da hinten hat sich noch ein versteckt. 4 Stück auf der linken Seite. Zap, zap. Venu Fliebes. Pamo, auch sehr cute. Wishu, Knattertox, Wheelie, Basisenergie und Code für euch. Weiter geht's, Rucki Zucki hier. Was sagt die Uhr? Ich muss auch ein bisschen gucken, nicht, dass dann wieder kommt. Oh, möchten Sie ein Update installieren? Tja, dafür machen, für diese Frage machen wir leider Ihre Kamera aus. Tyra, Knogger, Noctu, Meltan, Rihorniro. Boah, die fühlen sich aber auch, diese Reverse-Karten hier, fühlen sich echt ein bisschen dicker an. Ich schalte schon hier so, hier einmal die Flammenkarte vor euch, wollte jetzt auch auf den Codestapel legen. Oh mein Gott, ey. So, Rilu. Da haben wir wieder die Frucht, Reshiram, Schluckwäsch. Rilu, Schluckwäsch. Oh, wir haben die nächste EX-Karte. Meditalis EX. Ich hoffe, da kommt jetzt noch irgendein Banger gleich mal hier. Nicht, dass wir die ganze Zeit EX-Karten nur ziehen. Das wäre natürlich nicht so schick. So, und du kommst mal auf Backel. Auf dem süßen Dackel. Und weiter geht es, Leute. Booster lassen sich heute auch wieder vorzüglich öffnen, das ist ja unglaublich. So, Mikrik, Flegmon, Froxy, Höhlensystem 0, Reshiram, schon wieder Mikrik. Und das war es schon wieder. Wie gesagt, gerne meine Partnershops hier abchecken mit dem Code GARMONA5. Der gilt bei jeder Bestellung. 5% nochmal sparen. Vor allem, wenn die Jungs Angebote haben im Shop, dann zählt dieser Code auch. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Trainer Full Art Combo. Und ihr könnt auch, wie gesagt, aufs nächste Video gespannt sein. Da denke ich mal, werde ich demnächst auch mal wieder was machen. Aber wie gesagt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne kostenloses Abo hinterlassen. Letzte Päckchen von der linken Seite, damit ihr das Video nicht verpasst. Also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Wird, denke ich mal, jetzt kein langes Video werden. Weil das sind nicht viele Sachen, oder ich kann es ja schon sagen, sind nicht viele Karten, die ich da euch zeigen werde. Aber... nice. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es ja selbst noch nicht. Deswegen habe ich da so Bock drauf. Oh, Melmetal. EX. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 3 EX-Karten schon hier gezogen aus dem Booster-Can. Eine Trainer Full an eine Full Art-Karte. Bitteschön. Zack. So, rechte Seite. Also, wie viel haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Könnte doch ein bisschen kritisch werden mit der rechten Seite. Aber ich beliebe, Alter. Ich beliebe. Ich sag... Nee, aber wir kriegen ja keine 7 Hits, denke ich mal, raus aus der rechten Seite. Das glaube ich nicht.
Oh, das schöne Volley wieder. Glastrompete. Schlupfwuck. Schlicht gehalten, aber sehr schön. Basisenergie und Code für euch. Kommst du mal her? The cuter Boy, der eine ganze Torte isst. Also hier auch. Erste Booster, erste Hit direkt. Sehr nice. Das ist ein Video, nehme ich auch direkt auf. Ich werde es dann heute mit dem Video. Also das Video ist ganz frisch. Ich nehme es heute auf. Ihr seht es morgen oder heute direkt. Und das sexy Video für nächste Woche werde ich jetzt auch direkt gleich aufnehmen und für nächste Woche schon fertig schneiden. Lucario EX, weil es kommt ja nächste Woche Donnerstag Silent Hill 2 raus und ja, dann habe ich halt das ganze Wochenende für mich zum Zocken und dann muss ich kein Video schneiden, dann mache ich das heute lieber alles bis in die Nacht rein. Obwohl, geht jetzt ja schneller. Ich habe mir ja auch einen neuen Laptop gekauft. Das letzte Video mit dem Match-Attacks-Display, das ging schnell. Also hat mich gefreut. Macht auch wieder endlich Spaß, Videos zu schneiden. Und weil, wie gesagt, ich habe da auf irgendwas drauf geklickt und dann hat der erstmal geladen. Und dann hast du ja die ganzen Symbole, wenn du auf die... Oh, holy. Wenn du auf deine Speicherkarte gehst, weil da stehen ja dann so kryptische Nummern und Buchstaben und alles und weiß halt nicht, welches Video das ist, und dann muss er da draufklicken. Dann geht der Media Player, ungelogen, der Media Player, 3 Minuten geladen, bis da mal irgendwann ein Bild gekommen ist. So schlimm war es mit dem Laptop. So. Aber das gehört jetzt alles der Vergangenheit zum Glück an. So. Kuraidon. Klick. Basisenergie und der Stapel bricht. Und hier fallen die Karten runter. Ich habe jetzt die Energie. Ja, egal. Egal. So, weiter geht's. Rechte Seite. 2 Hits bis jetzt. Tu mir das nicht an. Du darfst meine Theorie nicht zerstören. Ponita, Tragosso, Lapras, Tara, Knogger, Eisenfels, Lapras EX. Oh, die sieht auch sehr schön aus, die Karte, ey. Die gefällt mir sehr gut. Die gefällt mir sehr gut. Basisenergie und Code für euch. Apropos Code und Online-Spiel. Was sagt ihr zu dem, boah, wie heißt das, Pokémon... Dieses neue Spiel für die App. Pokémon TCG Go oder so. Oder Mini oder keine Ahnung. Habe ich mir auf jeden Fall schon im Google Store vorbestellt. Kommt auch Ende des Monats, glaube ich, raus. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Da gehe ich auf jeden Fall rein, weil ich denke mal, das Online-Spiel... Das kriege ich jetzt nicht mehr so gebacken. Da gehe ich dann lieber mal in die... Mini-Variante rein und schau mal, wie es da funktioniert. Wie gesagt, ich bin ja krasser Marvel-Snap-Spieler. Da bin ich am richtig am Suchten. Immer noch tatsächlich. Deswegen so eine kleine Alternative mal für zwischendurch, dann so eine Runde Pokémon zu spielen. Wie gesagt, da gibt es ja auch echt schöne Artworks, die es dann aber leider ja nur... oder vielleicht nur dann in diesem App-Spiel gibt. Aber... Vielleicht lassen sie sich da was einfallen, macht das wie Tops, weil Tops bietet ja auch so eine App an, wo man, ich glaube, es ist ähnlich wie Match Attacks oder so, ich weiß es aber auch nicht. Und da kann man halt auch nummerierte Karten ziehen oder schon etwas seltenere. Und die kann man sich dann von Tops ausdrucken lassen und die schickt dann Tops einen zu. Das wäre natürlich nice, wenn Pokémon das auch so machen würde. So, Lady Gaga, jetzt muss ich mal gucken, 20 Minuten. Kamera geht weiter, perfekt. Na, da könnt ihr auch mal gerne eure Gedanken in die Kommentare schreiben zu dieser App. Was ihr davon haltet. Geht ihr da auch rein? Oder sagt ihr, nee, ich bleib lieber bei dem hier?
Ist auch interessant, ob man dann so, ich denke aber nicht, ob man dann die Codes davon einlösen kann hier, ne? Naja, lassen wir uns mal überraschen. Ich habe mich auch noch nicht so wirklich da gespoilert. Da will ich mich halt echt überraschen lassen und als ja, Neuling einfach so reingehen. Schauen. Oh, hier haben wir die nächste Aspects-Karte. Mewtwo. Funkelnder Kristall. Sehr schön. Lantern. Basisenergie. Und einmal der Code für euch. So, die Sleeves werden langsam immer weniger und weniger. So, du kommst dann nach da. Aber wir haben noch ein paar Büsterken. Wir haben noch ein paar Büsterken. Kamera ist auch noch. Noch kein Update-Frage. Sehr schön. So muss das sein. So. Meryl. Celebi. Koraidon. Wurzelfossil. Basisenergie und einmal Code für euch und der Stapel wird immer höher und höher. Ihr seht es selbst. Und was ich letztens gesehen habe, Alter, ich war wieder auf dem Flohmarkt unterwegs. Für Kinder ist es schön, ich sage jetzt mal, waren eh nur Bulk-Karten, aber da war so eine, ja, so eine Kiste, da wurde einfach der Bulk reingeschüttet und eine Karte 20 Cent. Ne, da also mit Macken und so. Ich hatte auch schon vor, mal da rumzuwühlen, aber dachte ich mir, ey, da wird wahrscheinlich eh alles kaputt sein. Weil die Kinder wühlen da drin rum, dann kriegen die Karten Ditschen und so. Und es hätte ja vielleicht sein können, ne, man übersieht was und dann ist da so eine schöne Karte für 20 Cent drin. Aber dann dachte ich mir so, ne, komm, bevor der das, weil die war echt riesengroß, die Kiste. Und da hatte ich schon gar keinen Bock dann gehabt, mich da durchzuwühlen, weil man hat schon gesehen, oben war Bulk und da mal dann irgendwas Schönes zu ziehen oder das Glück zu haben, was Schönes zu ziehen oder rauszuholen, eher gesagt, ist sehr unwahrscheinlich. Und wie gesagt, wenn man dann was Schönes hat und dann auch noch was Teures und das ergraden lassen will, keine Chance. So, viel haben wir nicht mehr. Meine Theorie mit der rechten Seite wird heute, glaube ich, vernichtet. Von diesem Display. Finde ich nicht nett von dir. Finde ich nicht nett von dir. Ich hätte auch gerne mal wieder was. Ich hätte auch gerne mal wieder was. Wie haben wir denn noch? Machen wir mal so. Das kann weg. Mal gucken, nicht, dass dahinter noch irgendwas ist. Ne, hatten wir letztes Mal gehabt. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5. Was haben wir denn hier für Bildchen? Den machen wir zum Schluss. Lapras. Das ist die Spinne und der Hoppel. Machen wir so. Ne, machen wir so. Erst Hoppel, Spinne, Hoppel, Lapras. Und das. Die teuerste Karte. Ich glaube, kostet 90 Euro momentan. Ne? Ich weiß auch nicht, wie das Pokémon heißt. So. Okay. Oh, Ferkuli. Süß. Kombu, Vishu, Boreus, Schlurm, EX. Das hätte auch was Schöneres sein können. So, 3, 4 Sleeves habe ich noch. 4 Sleeves habe ich noch. So, dann kommt jetzt die Spinne. Pamo, du kleiner süßer Boy. So, gucken wir mal. Reshiram. Knogger, Kotomi, Glastrompete. Zera, Aura, Basisenergie und Coach. Okay. Mit dem Päckchen hier jetzt noch 3 Stück. Dann war es das. Ich glaube, wo ich das heute aufnehme, das Video, müsste auch jetzt Freitag eigentlich die Glurak Premium Box erschienen sein. Die werde ich mir dann nächste Woche auch mal gönnen. Ich glaube, nächste Woche Donnerstag ist der 10. Ne? Wenn dein Geld drauf ist, dann werde ich mir die mal holen. Sehr schön, Quajutsu EX. Weil mich interessiert die schon. Viele sagen ja, das ist eine Scheißbox, aber
so ein Glurak-Figürchen zu haben. Ich glaube, das günstigste, was ich bis jetzt auch gesehen habe, war 75 Euro. Ich denke mal, da werde ich auch einmal reingehen in diese Box. Und dann müsste ja auch schon bald das Team Rocket Set kommen, oder nicht? So, vorletzte Booster, Leute. Vorletzte Booster. Oh, das süße Ferkuli wieder. Erdanziehungsedelstein. Ah ja. So. Hupala. Last Pack Magic. Komm, irgendein Hit noch. Ist mir egal, ob es noch eine EX ist. Haben wir noch nicht genug von gezogen. Aber ich hätte gern noch einen Hit. Come on. Das würde mich glücklich machen. Venus Liebes. Kotomi. Flatutu. Könnte das Bisasam sein? Wir haben auf jeden Fall Blätter. Schwäche. Hacker. Nee. Ist ein Medite. Trotzdem sehr schönes Artwork, wie es da auf der Liane sitzt. Ein bisschen von den Vogel da genervt ist. Mit dem einen Auge drauf schielt. Sehr schön. Last Pack Magic hat also wieder gekloppt. Sehr schön. Vorletztes Sleeve auch. Nochmal eine Illustration Rare oder Full Art oder wie man die heutzutage Illustration Rare, Art Rare, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich hole jetzt die Karten nochmal alle nach vorne und dann schauen wir mal, was wir so Schönes gezogen haben. Okay, also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Wenn ich mich nicht vertan habe, haben wir tatsächlich 7-7 gezogen. Also 7 von der linken Seite, 7 von der rechten Seite. Ist dieses Mal dann sehr ausgeglichen. Aber dann gehen wir nochmal durch. Haben wir einmal das schöne Medite gezogen. Quajutsu EX. Schlurm EX. Dann Schluppek. Dann die beiden Aspex-Karten. Funknallkristall und die Luxusbombe. Melmetal EX, Ledian, Lapras EX, Lucario EX, Kombu, Meditalis EX, Voltula EX und den süßen Buckley EX. Ja, das war das Display Stella Krone. Ich denke mal, das wird auch bei diesem Display bleiben bei dem Set. Ist jetzt nicht so, klar, ein Shiggy wäre schon nice, ein Bisasam wäre auch nice, aber ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, wie bei Maskerades Zwielicht mit Gemma und mit den Hisui Fukano, boah, die Karten will ich unbedingt haben. Wenn ich die vielleicht einzeln irgendwo mal auf dem Flohmarkt finde oder günstig bei Card Market, eBay, wo auch immer, dann schlage ich da vielleicht zu, aber ich muss jetzt nicht nochmal in speziell in dieses Set reingehen. Vielleicht, es kommen ja glaube ich auch die Herbst-Tints raus. Wenn wir Glück haben, sind da vielleicht nochmal Display von diesem Set drinne. Und vielleicht sieht man sie daraus. Wie gesagt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ist eure Chase-Karte aus dem Set? Was sagt ihr zu dieser Pokémon-App, die jetzt bald rauskommt, Ende des Monats? Habt ihr das Set schon geöffnet? Und wie gesagt, gerne meine Partner hier abchecken, Traders Hub Shop und Pokescheck. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Es wurde leider schon wieder ein längeres Video. Und nicht vergessen, abonnieren. Nächste Woche kommt ein sehr, sehr, sehr schönes Video. Das verspreche ich euch. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis nächste Woche. Ciao.